Thekenphilosophen. Der Talk von und mit Ralf Friedrichs und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen bei den Thekenphilosophen. Die FC-Thekenphilosophen stehen zwar heute nicht an der Theke, sitzen eher in der Alm. Wir haben ja auch einen österreichischen Trainer, passt also. Wir haben es heute mal entschieden, das hier zu machen. Ist ja auch ein anderer Wettbewerb gewesen gestern, in dem der FC gespielt hat, DFB-Pokal. Vielleicht kommen wir darüber wieder international. Was für eine Überleitung, was? Meine Gäste möchte ich begrüßen. Zunächst einmal Jürgen Kemper vom Express. Herzlich willkommen, lieber Jürgen. Hallo, danke für die Einladung. Freue mich drauf, dass es wieder geklappt hat. So, und auch geklappt hat es Gott sei Dank bei Julian Witze von Focus Online. Stammgast hier, Co-Host und herzlich willkommen auch dir, lieber Julian. Danke für die Einladung. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Danke, dass du mit Co-Host sein darfst. Ja, wie auch immer. Lass uns doch bitte einfach mal direkt loslegen. 1. FC Köln gegen, ja, Holstein Kiel. Wir hatten aber auch das Paderborn-Spiel, da müssen wir gleich auch noch drauf zurückkommen. Ja. Wir hatten ja letzte Woche auch den Ex-Geschäftsführer Sport von Paderborn hier. Von daher, dieses Spiel ist ja auch letztendlich nicht ganz unwichtig, um aufzuarbeiten. Aber ich denke mal, die Nachlese des Kiel-Spiels ist das Wichtigste. Ja, Sieg, 3 Punkte, nicht 3 Punkte, aber eine Runde weiter, besser gesagt. Ist gut. Also, sag, wie du es aufgenommen hast. Ja, ist gut. Wie gesagt, wir kommen ja gleich noch auf Paderborn zu sprechen. Das fließt wahrscheinlich so ein bisschen in die Einordnung mit ein. Aber das Spiel gestern an sich genommen war gut. Also da kann man nichts anderes sagen. Mutig mit einer Dreierkette zu spielen. Mindestens mutig, den Torwart zu tauschen. Aber im Gegensatz zu Paderborn und davor, Paderborn und Darmstadt sind seine Ideen gestern, finde ich, aufgegangen. Mhm. 3-0 gegen einen Bundesligisten. Über die Qualität brauchen wir uns jetzt an der Stelle vielleicht nicht zu unterhalten von Kiel. Aber 3-0 das Spiel zu ziehen, ist gut. Und eine Runde weiter ist wichtig, für den Kopf wichtig, für den berühmten Rucksack wichtig. Also über gestern kann man nichts sagen. Wenn man das Spiel alleine dastehen lässt, hat man da wenig zu meckern, glaube ich. Okay, dann haben wir mal hören, was der Julian, du warst ja auch im Stadion, wie du es empfunden hast, vielleicht auch mal so ein bisschen mit dem Vergleich der Stimmung im Stadion, da ist es ja eigentlich mal oder manchmal auch recht grausam, wie ich gelernt habe. Die Stimmung? Ja. Also, die war gut übrigens. Ja, genau. Also ich muss sagen, gehen wir erstmal, also zum Spiel kann ich jetzt nicht viel was anderes sagen, es war gut bis, solide bis gut, würde ich sagen. Es war jetzt nicht spielerisch herausragend, aber sie haben den Gegner so angenommen, wie man vielleicht auch annehmen muss. Und viele seiner Wechsel sind diesmal auch voll aufgegangen, muss man ja sagen. Heinz hat mit Abstand sein bestes Saisonspiel gemacht. Schwäbe hat große Sicherheit ausgestrahlt und auch ein, zwei wichtige Dinge noch gehalten. Auch der Schlenzer in der ersten Halbzeit, der wäre sogar reingegangen, habe ich im Nachgang gesehen. Ja, es war ein ganz fieser Aufsatz. Genau. War gar nicht so einfach. Ne? Der war nicht so einfach. Also, ja, kann man im Detail trotzdem noch später drüber sprechen. Aber generell fand ich, wenn ihr das Spiel so isoliert seht, wie Jürgen es sagt, fand ich, war das ein sehr solider, guter Auftritt. Und wo man einfach sagen kann, das Spiel muss man ziehen. Und dann hat man es auch gezogen. Strich drunter, alles gut. Die Stimmung an sich, außer dass nach dem 1-0 dann wieder diesen meiner Meinung nach unsägliche Weltmeister vom Ring kam. Und vielleicht ist das natürlich auch mit ein bisschen Ironie versehen, aber bei vielen glaube ich halt auch nicht. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem. aber generell fand ich, dass man die Mannschaft sehr nach vorne gepeitscht hat. Eine schöne Pokalstimmung war. Also auch nochmal so ein krasse 10 Minuten, wo wirklich durchgehend so Kammer und FC war. Das fand ich mal richtig, ja, also richtig aufladend. Und hat man jetzt die letzten Spiele schon nicht so gesehen, finde ich. Die Stimmung war relativ lahm vorher. Also ja, gestern war es wieder deutlich besser. Also ich habe es vom TV-Gerät mitbekommen, da war natürlich diese Kammern-FC-Wechselgesänge sehr auffällig, klar. Ja. Natürlich, ich weiß das ja, bin ja oft genug auch selbst im Stadion, dass man das nicht vergleichen kann, wenn du vom TV sitzt. Mhm. Ich hatte ein gutes Gefühl, wenn es da in diese Richtung ging, zwischendurch war es dann teilweise auch wieder sehr leise. Aber dann wurde es wieder laut, also es war, an gestern an der Stimmung hat es nicht gelegen. Ja. Wobei auch die Frage ist, gerade in Bezug auf das Zitat von Thomas Kessler, ihr wisst, dass ich das gemeint habe, dass es sich ja letztendlich bedingt gegenseitig. Ne? Ist die Leistung schlecht, ne? Dann wird natürlich die Stimmung auch ein bisschen schlechter. Ist die Leistung gut oder gestern würde ich mal sagen, ordentlich bis gut. Ja. Damit bin ich jetzt auch bei meiner These. Also ich fand das einen hochverdienten Sieg. Ja, absolut. Vielleicht um ein Tor zu hoch, aber hinten raus, klar, hat natürlich Kiel dann ein bisschen aufgemacht. Es war aber auch der Tatsache geschuldet, also ohne jetzt den FC-Sieg schlecht reden zu wollen, dass da ein Gegner auf dem Platz stand,
und da muss ich jetzt doch drauf zu sprechen kommen, Jürgen, der war für mich erschreckend schwach, vor allen Dingen dafür, dass er erste Liga war. Ja. Strobe hat ja vor dem Spiel gesagt, es steht Kiel drauf, aber ist Bundesliga drin. Ja, da war keine Bundesliga drin. Da habe ich gestern, also wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt die Spiele gegen alle Heimspiele betrachte, die wir gehabt haben, da war das nach Ulm und nach Braunschweig eigentlich die schwächste Leistung eines Gegners. Und ohne jetzt den FC damit Nee, wirklich nicht. Aber und ich glaube, da steckt jetzt nur noch ein paar Monate Bundesliga drin und dann steckt da keine Bundesliga mehr drin. Also wenn die so weitermachen, auf jeden Fall wird es schwierig. Man kann ja immer noch den gestrigen, also gestriges Spiel hatte ich nicht das Gefühl, dass da ein Erstligist zu Gast war. Ja. Das hast du ja schon so ein bisschen, klar, der Name Holstein-Kiel ist jetzt nicht riesig, klar, ne? Also wenn da Schalke kommt, wo die zweite Liga sind, ist das eine ganz andere Nummer. Aber okay, du musst natürlich so eine Mannschaft bespielen, das ist natürlich schon auch gerade dann in solchen Spielen, trifft Fiete Arp gerne mal dreimal gegen den FC. Habe ich auch gedacht, als er reinkam, also der Sven Michel, genau. Aber dementsprechend war das eine gute Leistung. Jetzt kommen wir natürlich zur Dreierkette, die gestern neben Schwäbe, da kommen wir auch noch zu sprechen, ein Riesenthema war. Wie habt ihr es gesehen, diese Dreierkette? Ist das jetzt die Lösung oder war das nur dem Gegner geschuldet? Also ich fand es zunächst mal überraschend. Vor allen Dingen, wir haben Dominik Heinz auch nach dem Spiel auch mal darauf angesprochen und er hat ja selber freimütig zugegeben, dass sie es gar nicht so oft trainiert haben. Also es kam so ein bisschen, finde ich, aus der kalten Hose. Klar, es ist einer dieser berühmten letzten Patronen, die man dann immer so sagt, die man als Trainer noch zur Verfügung haben. Die hat er dann gezogen. Sie hat meiner Meinung nach sehr gut funktioniert, überraschend gut funktioniert. Gerade weil so ein Julian Pauli und so ein Dominik Heinz, oder Julian Pauli vielmehr, das so wahrscheinlich auch selten gespielt hat. Und beim FC, das ja auch eigentlich durchgängig nicht gespielt wird. Und von daher muss man schon sagen, hat das überraschend gut funktioniert. Ich würde das eigentlich nicht als Dauerlösung sehen, aber vielleicht auf den Gegner abgestimmt, kann das mal ein probates Mittel sein, um da hinten mal den Laden dicht zu machen. Und im Vergleich zu Paderborn oder im Gegensatz zu Paderborn haben sie diesmal diese Balance gefunden. Also du hast zwar einen Abwehrspieler mehr, aber trotzdem hast du diese Pressing-Momente und diese Entlastung nach vorne. Also das fand ich dann schon, gestern hat diese berühmte Balance, die zuletzt gefehlt hat, gestimmt. Das sah gut aus schon. Okay. Also, wie hast du es? Fand ich auch. War trotzdem, was das Pressing angeht, finde ich schon, dass Struber so ein bisschen von dem abrückt, für das er am Anfang der Saison gestanden hat. Mhm. Ist irgendwie auch ein Eingeständnis. Und ich glaube trotzdem, dass es auf Sicht muss das noch ausgewogener werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Musterlösung ist. Ich glaube schon, dass das sehr letzte Patrone gestern war und er einfach genau volles Risiko gegangen ist und gedacht hat, okay, wenn wir verlieren, willst du jetzt nicht hier sitzen zum Zeitpunkt der Aufnahme, weil dann müsstest du wohl am Geisbockheim sein. Gebe ich ehrlich zu, war auch meine Sorge. Also ich meine, wir reden ja auch noch über die Tage zwischen den beiden Spielen, ne, weil da ist ja auch eine Menge passiert oder nicht passiert, wie auch immer man das jetzt bedeuten oder nennen möchte. Der Druck war natürlich riesig, muss man auch sagen. Und der Druck musste scheinbar auch gestern raus, kann man gleich auch mal drüber reden. Aber du wolltest noch was sagen, bitte. Ja, und ich finde es trotzdem bei der Dreikette finde ich es gut, dass er quasi beides miteinander verbunden hat, dass er nicht einen jungen Mann geopfert hat wie den Pauli und gleichzeitig Heinz mit reinnimmt, der dann halt durch seine Routine auch mal für Sicherheit sorgen soll. Ich finde, das hat er die Saison, als er reinkam, eher nicht gemacht, aber gestern ist er halt voll aufgegangen. Zusätzlich mit einem vielleicht auch erfahreneren Mann wie Schwäbe dahinter, war das für das Spiel, glaube ich, genau richtig. Okay. Das muss man mal sagen. Also, wo man auch viel kritisiert, finde ich, dass ist dann auch, dass er dann Pauli und Heinz verbunden hat, weil sonst hätte er Heinz reingenommen, hätte man gesagt, okay, wieso ist jetzt der Junge wieder ein Bauernopfer, sag ich mal. Konnte er beides halt verbinden. Also, best of both worlds, sagt man noch. Nett ausgedrückt. schön, werde ich mir merken. Trotzdem nochmal auch jetzt auf die Dreierkette und besser gesagt nochmal auf die Abwehr. Und da hört der Schwäbe auch zu, in dem Fall der Torwart. Also ich fand ihn ja am Anfang erstmal noch ein bisschen wackelig, ein bisschen eingerostet, hatte ich das Gefühl. Fehlende Matchpraxis. Genau, bei diesem ersten hohen Ball, das ist so ein bisschen wackelig. Man muss dazu sagen, es war noch nie Schwäbes große Stärke, hohe Bälle. Aber ich glaube, es ist natürlich auch der Situation geschuldet. Der Mann hat jetzt monatelang kein Spiel mehr gehabt, wurde da im Sommer abgesägt, gab ja dann auch danach ein bisschen die Querelen. Dann kommst du meiner Meinung nach unverhofft ins Tor. Klar, dass er dann so ein bisschen Anlaufzeit braucht. Ich finde, er hat sich aber dann schnell da rausgekämpft und wir hatten eben schon mal darüber gesprochen, dieser eine fiese Aufsatz, ich glaube von Porat oder so, der war gar nicht so einfach, da rettet er den FC und ich finde, ab da war er dann drin. Und er hat für mich diese benötigte Ruhe ausgestrahlt, die ich Jonas Obig nicht absprechen möchte. Aber ich finde, der hatte so ein bisschen so eine ganz andere Ausstrahlung als zuletzt Urbich, wo der Junge nichts für kann, weil der die ganze Mannschaft verunsichert war. Aber gestern hat er mir
da ein gutes Gefühl von hinten rausgegeben. Mhm. Das hat absolut. Er immer wieder gesagt, dass Obik das deutlich größere Talent mit von Hause aus mitbringt, aber nicht immer spielt der talentierte Spieler. Ne? Und gestern habe ich gesehen, also ja, ich würde das genauso sagen wie ihr, am Anfang etwas wackelig und später immer mehr Sicherheit gewonnen. Er wurde ja später auch noch vom Publikum gefeiert. Mhm. Ich glaube, die Leute haben auch ein feines Gespür dafür, dass das ein bisschen unglücklich, also gerade für ihn gelaufen ist. Also es ging, glaube ich, nicht gegen Urbich, sondern nee, nur für Schwebe. Nein, das weil der, Mann, auch, weil der Mann hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Ja. Hat in den letzten Jahren, letzte Saison okay, aber er hat in den letzten Jahren eigentlich konstant gute Leistungen gebracht, hat sich immer für den FC aufgeopfert. Von daher, man kann ihm nichts vorwerfen. Also er ist degradiert worden, er war es nicht schuld. Und von daher finde ich es eigentlich eine super Reaktion der Fans. Ja. Und wie du schon sagst, es war nicht gegen Urbich, sondern einfach pro Schwebe. Und das war... Aber es war jetzt nicht so überragend, dass du jetzt sagen musst, so, ab jetzt muss der aber auf jeden Fall im Tor bleiben. Ist die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also hat man sich jetzt damit wieder ein Problem geschaffen? Oder? Ja, also der Jürgen hat ja danach im Spiel auch nachgefragt. Eine Antwort hat er ja nicht erhalten. Also erstmal darüber werden wir sicher auch noch. Aber so generell, ja, eigentlich, also du musst trotzdem jetzt Obig wieder ins Tor stellen. Das sehe ich eigentlich auch so. Also. Selbst wenn du es vielleicht nicht willst, aber sonst aber, machst du eine Riesenbaustelle nochmal auf. Weil die andere hast du schon vor der Saison aufgemacht. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ihr dann, er hat ja später dann, zum Glück hat ein Kollege nochmal nachgehakt. Mhm. Meine Frage wurde ja nicht beantwortet. Zum Decker, ne? Genau. Ja, aber der Nebensatz hat es ja verraten, finde ich. Weil er sagte schon Nummer zwei. Naja, aber ich fand so die Zwischentöne deutlich, weil warum sagt er dann nicht einfach, natürlich, Jonas Obig ist meine Nummer 1, er kann das Thema doch gestern Abend beerdigen. Ja, und ich bin ehrlich, nach den Sätzen sag ich, Schwebe steht am Samstag im Tor. Aha. Also ich glaube, da bin ich mal gespannt. Also stimmt, also ich gebe weil sonst sagt er einfach, Jonas Obig ist meine Nummer 1, im Pokal hat Marvin Schwebe jetzt mal gespielt, aber sonst wird nichts an unserer Hierarchie im Tor verändern. Also ist meine Meinung. Ja, gut, er ist ja sowieso schon komplett davon abgerückt, weil vor der ersten Runde hat er noch was ganz anderes erzählt. Naja, das, ich finde, von daher. Da hatte Schwebe Rückenschmerzen. Ja, aber offiziell nach außen hat er gesagt. Das hat er die Woche danach, der musste nach außen hat er aber natürlich ganz klar gesagt, wir nehmen den Wettbewerb ernst und wir haben Respekt vor dem Wettbewerb. Und dann heißt, die beste Mannschaft spielt und wir machen keine Spielereien mit Torwart 1 oder 2. Mhm. Das hat er ziemlich deutlich gesagt und davon ist er abgerückt. Ich finde aber, das kann man machen. Wenn man das Gefühl hat, es hat sich in den letzten 3 Monate her, ne? In der Zeit kann sich ja viel verändern, hat sich ja auch viel verändert, wobei Obig ja keine großen, hat mal das HSV-Ding mal raus, ansonsten sich ja nicht viel hat zu Schulden kommen lassen. Mhm. Das Problem war halt auch, die riesigen Lobeshymnen, teilweise auch von den Medien aufgebaut, die hat er meines Erachtens auch nicht erfüllen können, weil man hat natürlich jetzt eine Erwartungshaltung, boah, da kommt ja praktisch der kommende Manuel Neuer, und dann hält er relativ normal. Also ohne, dass er jetzt schlecht war, aber er war auch nicht überragend. Ja, das ist wirklich das große Problem ist, und dann mache ich eigentlich fast wie immer seinen Vorderleuten einen Vorwurf. In den letzten Spielen hat er, und das muss man so deutlich sagen, unverschuldet vielleicht aber auch, mehr Gegentore als Paraden. Mhm. Also, und das zog sich so durch. Also das, da kann man mal zurückgehen. Also gegen Paderborn 2 Gegentore und ich glaube, einen hat er gehalten. Ja. Wie gesagt, das ist nicht seine Schuld, aber du hängst natürlich mit am Fliegenfänger. Ne? Und groß auszeichnen, wie du sagst, mal unhaltbaren halten hat er dann auch nicht gemacht. Er hat ein paar ordentliche Paraden gezeigt. Absolut, absolut. Du siehst auch, dass der Talent hat. Mein Gott, absolut. Also, aber es war jetzt Auslaufen ist auch besser. Absolut. Aber es war keiner von denen, wie man so sagt, wo man immer so sagt, wow, ich verstehe, warum der da irgendwie im Dunstkreis der Nationalmannschaft genannt wird. Da war halt keine, oder ich erinnere mich zumindest an keine Parade, die mal dabei war, dieser klassische Unhaltbare. Ja. Und da leidet er so ein bisschen drunter, weil unterm Strich stehen dann 20 Gegentore nach 10 Spielen. Und da gehört nun mal jeder dazu. Da gehört die Abwehr dazu und da gehört nun mal auch ein Torwart dazu. Da denke ich wieder auch an Schwebe, der jetzt auch im letzten Jahr, wo es vielleicht nicht ganz so gut war, immer noch mit Chabot zusammen der beste FC-Spieler war. Ja. Ich denke da nur an das Auswärtsspiel in Bochum, schon 20 Paraden, davon 4 oder 5 der Marke Weltklasse. Wie hat er denn den noch rausgeholt? Also das ist schon in München. München. Krasse Dinge in Leverkusen. Ja. Und das fehlt im Moment noch. Und wie gesagt, ich möchte dem Jungen, ich möchte da keinen Vorwurf machen, aber das fehlte dann in den letzten Wochen, um so die letzte Überzeugung auch für den Trainer jetzt dann. Weil ich glaube, wäre das so gewesen, hätte Schwebe im Pokal sicher nicht gespielt. Also ich nehme ihm zumindest nicht die Argumentation ab, dass er es gemacht hat aufgrund guter Trainingsleistung. Sorry, das ist also, für mich dann never. Also ich kann die bestätigen, also Schwebe lässt sich nicht hängen. Also hochprofessionell, das kann ich so bestätigen. Aber wie du sagst, das Hauptargument nehme ich ihm auch nicht ab.
Okay. Ich bin mal gespannt, wie jetzt die Reaktion ist. Wir haben zwei hervorragende Torhüter, da sind uns, glaube ich, alle einig. Ja. Du kannst jeden spielen lassen, machst du keinen Fehler mit. Irgendeiner macht immer mal einen Fehler, klar, aber grundsätzlich sind das zwei Top-Torhüter. Ne? So, fragt man aber noch einer von denen, weil überhaupt nichts. Ja, das ist der Witz, das wollte ich nämlich gerade sagen. So, ja, okay, sorry. Vielleicht ist nächstes Jahr nur noch Philipp Pentke da, ne? Und Matthias Köpping. Also das vielleicht. Der übrigens als einziger zu den Fans gegangen ist nach dem Paderborn-Spiel, ne? Auch mal wieder. Köbing, ne? Ja. Ja, ja, das habe ich auch. Auch wieder bezeichnet, wenn ein vierter Torwart dann auch in die Kurve geht. Ja. Dann lass uns doch mal, also, ich denke, das Spiel gestern ist mehr oder weniger abgehakt. Es war eine ordentliche Leistung, ein verdienter Sieg, Runde weiter, super, auch super. Für die Finanzenklasse. Ne? Ja. Aber wir müssen natürlich auch über die Stimmung momentan im Verein reden. Dazu gehört natürlich auch das Paderborn-Spiel und ich denke, das war dann auch der Grund, warum gestern die Pressekonferenz, wenn man da nicht nur zwischen den Tönen, sondern eigentlich auch so reingehört hat, festgestellt hat. Also Struber war schon ziemlich breitbeinig unterwegs, oder? Ja, ja, also breitbeinig, dünnhäutig, pampig. Also mir fallen da einige Wörter für ein. Das hat mich gewundert, weil am Montag, also in der Pressekonferenz auf das Spiel, hat er noch so ganz souverän reagiert und gesagt so, ja, ich bin nicht naiv, ich kenne die Mechanismen im Profifußball und ich weiß, wenn ich in der FC-Welt ins Verlieren komme, dann gibt's Kritik und dann wird diskutiert. Das fand ich sehr, sehr souverän, sehr selbstreflektiert. Und einen Tag später, nach einem Sieg, wo er mit breiter Brust da sitzen könnte und sagen, hör mal, das war doch super heute, darauf können wir doch aufbauen und das könnte doch jetzt irgendwie wieder der Turnaround sein. Da setzt er sich dann hin und antwortet mir zum Beispiel gar nicht auf meine Fragen und reagiert dann so pampig. Da fehlt mir das Verständnis ehrlicherweise für. Ja, also die Frage war ja von wegen, wie haben Sie Schwäbe gesehen und was hat das für eine Auswirkung auf Berlin, glaube ich. Richtig, und seine Antwort war, ich habe ihn gut gesehen. Und dann ist mir zum Glück, wie eben schon gesagt, ein Kollege zur Seite gesprungen, der nochmal gefragt hat, ja, aber da war ja noch eine zweite Frage des Kollegen, die hätte ich gerne auch mal beantwortet, wer spielt denn jetzt am Samstag gegen Hertha? Mhm. Und dann hat er so ein bisschen notgedrungen, dann so ein bisschen da so ein bisschen weiter ausgeholt, ist nebulös geblieben, kann ja machen, ist okay. Aber auch dann in der Folge, das zog sich so durch. Naja, und es war so, der Tenor oder die Färbung war so, wir hier drin, wir sind für uns und ihr von außen seid nur das Problem. Ja, aber das ist genau, wir haben natürlich auch nochmal überall diskutiert und gehört. Was war denn nur? Wer hat denn jetzt eigentlich diese Unruhe reingebracht? Also ich meine, ich kann mich schon an Christian Keller erinnern, der die Mannschaft total in den Senkel gestellt hat nach dem Darmstadt-Spiel. Also derlei Äußerungen waren jetzt nicht in den Medien zu entnehmen. Die waren in den Medien, wurden die natürlich reflektiert, aber die kamen vom FC. Die kamen eindeutig von ihm. Ja. Also, und die kamen von dem, die Wortwahl, die kamen aus dem Inner Circle, der immer sachlich geblieben ist. Und da muss ich sagen, das stimmt nun mal nicht. Nee. Also Christian Kellers Kritik war nicht sachlich, nachweislich nicht sachlich. Und ich erinnere mich nicht, dass wir jetzt, die bösen Medien, solcherlei Worte in den Mund genommen hätten. Nee, die waren von ihm. Ne? Genau. Und dann wurde natürlich dann auch, ich meine, wir wissen alle, wie die Stimmung war. Ich muss das hier erwähnen. Ich habe gestern vor dem Spiel in den sozialen Medien, in den Foren, ich habe das so wahnsinnig oft gelesen, dass viele FC-Fans geschrieben haben, dass sie sich mit Schmerzen eine Niederlage wünschen, damit es vorbei ist. So, dieser Indikator ist ja eigentlich schon ein Zeichen, dass es so langsam aber sicher vorbei ist. Jetzt meine Frage an euch Journalisten. Hat dieser Sieg letztendlich wirklich, ist jetzt alles wieder gut? Oder ist man jetzt auf dem Weg? Ist das nur, ich sag mal, der erste Schritt raus aus dem Loch? Oder wie wertet ihr das, die ganze Situation? Also meiner Meinung nach muss man das Pokalspiel isoliert betrachten. Und ich sehe im Moment noch relativ wenig Pros auf der Seite, dass man mit diesem Gespann weitermachen sollte. Ja, also du bist da schon der Meinung, dass das isoliert zu sehen ist. Die Mannschaft ist ja gut, die kann einen Gegner wie Kiel schlagen. Mhm. Klar. Aber ist das jetzt aufgrund der Tatsache, dass Keller und Struber gestern so hervorragend auf die eingewirkt haben? Oder wir wissen es ja nicht, aber also klar, die Mengelage ist ja nicht besonders gut. Genau, ich bin so krass enttäuscht von der ganzen nicht nur von der Mannschaft, sondern von den allen herum, die ja auch da mitwirken, wie die Mannschaft auf dieses Spiel von Darmstadt mit Paderborn reagiert hat. Das fand ich, davon habe ich mich gefühlsmäßig noch gar nicht richtig erholt. Dann ruhig nochmal über Paderborn ein paar Worte verlieren, weil die Leistung war ja nur wirklich niederschmetternd. Genau, weil man hat, meiner Meinung nach hat er, also ich weiß, Strobe hat versucht, sicher zu stehen mit der Mannschaft, ein ganz anderes Konzept zu fahren, nicht mehr so hoch zu pressen etc. Was tendenziell erstmal okay ist. Du hast ja aber deiner
kompletten Offensivstärken hast du dir dadurch, genommen und gleichzeitig, oh, Trikot ist runtergefallen. Ja, wir haben noch ein paar. Gleichzeitig standest du dann aber trotzdem so gesehen nicht sicher, als Paderborn dann versucht hat, mal Fußball zu spielen, wirklich nach vorne zu gehen. Ich fand das in allen Mannschaftsteilen eine ganz erschreckende Leistung und fast so schlimm wie Darmstadt, halt nur nicht ganz so vom Ergebnis her, aber an sich schon, weil du hast hier wieder keine großen Chancen herausgespielt. Das Tor war eine absolute Glücksproduktion von Thielmann. Mhm. Und wie gesagt, meiner Meinung nach hast du so darauf reagiert, dein System so umzustellen, dass du dir aber gleichzeitig deine Stärken nimmst und gleichzeitig aber auch keine Stabilität sorgst. Ja, ja, ja. Das hast du jetzt vielleicht so ein bisschen im Pokal gefunden mit der Dreierkette. Mhm. War vielleicht aber auch schon wieder dem Gegner halb geschuldet, weil sie halt sehr offensiv schwach daherkam. Ja, ja. Also, ich bin echt in Anführungszeichen gespannt, was jetzt die Taktik gegen Hertha sein wird. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass du auf Dauer, wenn du so spielst, offensiv so viel noch zustande bringst. Und das musst du mit diesem Kader, mit dieser Offensivqualität aber machen. Also mir ist das nicht ausgewogen genug. Und das muss man irgendwie in der Zeit, wo er jetzt da ist, schon irgendwie mal sehen und erkennen. Und ich erkenne da mittlerweile zu wenig oder ich erkenne da eher eine rückläufige Entwicklung. Okay. Also muss ich so sagen. Ich würde es ihm wünschen, dem ganzen Verein wünschen, dass sie gegen Hertha gewinnen und dass das dann vielleicht doch nochmal dann doch der richtige Turnaround ist. Im Moment, also mir fehlt gerade der Glaube so richtig daran. Ja. Das ist halt so. Ich glaube, es kommt jetzt viel so auf die nächsten Spiele. Wie reagiert die Mannschaft auf jetzt diesen, sagen wir mal, überzeugenden Sieg? Kann man daran anknüpfen und können Struber und Keller, das jetzt da in dem speziellen Fall mal aus, kann Struber beweisen, dass er daraus die richtigen Lehren gezogen hat und das konstant auf die nächsten Wochen aufs Feld bringt? Jetzt noch mal so ein 4-4 gegen Karlsruhe, dann mal wieder ein Duselsieg gegen Ulm und dann, also so dieses Sprunghafte, das kann er sich jetzt nicht mehr erlauben. Und Davon hängt für mich viel ab. Also die beiden Spiele bis zur nächsten Länderspielpause müssen überzeugend sein. Ich will jetzt mal, steht mir ja nicht zu, aber keine Punktzahl ausgeben, aber die müssen überzeugend sein, um allen, also auch dem Umfeld, dieses berühmte Umfeld, diesen Glauben zu geben, ja, der kann das doch noch in die richtige Richtung drehen. Ja, es war ja gestern auch von wegen, wir sind ruhig geblieben und so weiter und wir da draußen. Und er hat ja am Schluss auch nochmal so eine Bemerkung gemacht, die dann so da in die Richtung ging. Was hat er nochmal gesagt? So nach dem Motto, ihr könnt ja jetzt interpretieren, was ihr wollt. Das macht ihr, oder ihr könnt ja jetzt wieder interpretieren, wie ihr wollt. Das macht ihr ja sowieso immer. Ja, und das ist so, und da habe ich nun mal auch gedacht, also Leute, ihr steht auf Platz 12 in der zweiten Liga und vor 2,5 Jahren, übrigens der Beginn von Kellers Tätigkeit, in dem Fall nehme ich mal Keller, standen wir auf Platz 7 in der ersten Liga, mit Tendenz Richtung Europa und letztendlich ja auch geklappt. Also das ist schon ein ziemlicher Absturz, den der FC hingelegt hat und es geht ja, muss man auch klar sagen, eher Richtung Abstiegsplätze. In der zweiten Liga wohlgemerkt als Richtung Aufstieg. Und wenn man da nicht mehr kritisieren darf und wenn man da nicht mehr auch mal ein paar Dinge aufzeigen kann, dass das so nicht weitergehen kann, dann verstehe ich auch langsam mal, was ich hasse. Ja, aber das ist Struber, der diesen Verein auch, das mache ich ihm gar nicht zum Vorwurf, das kann er ja auch noch gar nicht, der kennt diesen Verein ja auch noch nicht. Und vielleicht, wie du sagst, kriegt er diese Differenzierung nicht hin. Wir kritisieren nicht die letzten 2-3 Wochen. Also klar, jetzt explizit schon. Aber es ist ja diese Gesamtentwicklung, wo kommen wir her und wo stehen wir aktuell? Und dass sich da natürlich eine Menge Frust und eine Menge Ärger entlädt, und zwar nicht nur in den Medien, sondern auch mal bei den Fans, wie du sagst, also an seiner Stelle würde ich dann nicht in den sozialen Netzwerken lesen, dafür muss er einfach Verständnis aufbringen. Und ich weiß nicht, ob das bei seinen vorigen Stationen nicht so war. Er sagt unter 4 Augen immer so, er kennt diese Wucht nicht oder er kennt diese von seinen frühen Stationen. Mhm. Aber dann muss ich ihn vorbereiten und dann, ne, also dann nehme ich. Du kannst das natürlich nicht erzeugen irgendwie, aber du musst schon fühlen aber vorher, ob das ein Mann ist, der dafür auch gemacht ist. Gemacht ist, genau. Und wenn ich das gestern sehe. Er kommt aus der RB Petri-Schale, Entschuldigung. Ja. Muss ich einfach nochmal auswählen. Und wenn das gestern schon, da hatten wir im Vorfeld auch drüber gesprochen und der Gegenwind. Er ist zwar da, aber wir alle kennen andere Zeiten. Er ist bei weitem noch kein Sturm. Und wenn man dann schon so dünnhäutig reagiert, dann könnte es auch schwer werden in diesem FC. Und du musst ja überlegen, da hat sich die ganzen Fans ja noch, also da gab es die großen, was heißt groß, war auch verhältnismäßig klein, die Keller-Rausrufe nach Paderborn. Das waren aber jetzt auch nicht so krass viele. Also der hat ja noch gar nicht diese ganze Wucht der Fans gegen sich, wie das auch vor einigen Jahren viel krasser war. Mhm. Und wenn er jetzt schon, wie du sagst, an dem Punkt ist, wo alle kritisieren, aber auf einem absolut sachlichen Maß,
wo soll das denn noch hinführen, wenn sie dann am Wochenende einen auf den Deckel bekommen? Also sorry. Ja, stopp, die Kritik an Struber, die ist zwar da, die wird auch trainertechnisch oder besser gesagt von seinen Leistungen her auch belegt oder die Argumente von der kritischen Masse, sage ich mal, die richten sich halt gegen sein Ingame-Coaching, gegen seine Wechsel etc. Überhaupt, wie er generell die Mannschaft manchmal auch einstellt, dass die Kritik, die kann man ja annehmen. Aber ich glaube, das Hauptproblem von Struber ist, dass er vom Keller geholt worden ist. Darunter leidet er auf jeden Fall. Ja, und jetzt ist natürlich dann Keller eigentlich, vielleicht rufen die Struber raus und meinen eigentlich Keller. Und man muss ja klar benennen, das Schicksal von Struber hängt, die hängen bei, vereinen sich ja quasi, ne? Also ist ja vollkommen klar, scheitert Struber, ist Keller auch endgültig gescheitert. Ja, aber die Fans haben ja natürlich dieses Argument dann so, das ist dann nach Schulz dann der zweite Trainer, der nicht funktioniert. Und das können wir Keller anheften. Und darunter leidet, also deswegen wollen wir, dass Struber dass er scheitert. Ja, dass okay. Er scheitert, genau. Ja. Weil wenn Struber scheitert, ist Keller gescheitert. Genau. So ist wahrscheinlich so ein bisschen so die Argumentation. Ja, das ist dann wirklich, dann ist er sein Malus. Ne? Also dann ist es mehr oder weniger. Ja, lass mal über Keller reden. Ich meine, der hat ja nach Darmstadt, wie eben schon erwähnt, ordentlich draufgehauen. War das eigentlich ein Fehler oder war das sogar verständlich? Ich meine, er hatte ja inhaltlich recht, nicht drüber reden. Die Frage ist. Ja, aber dann sind wir wieder bei Sachlichkeit. Und wenn man sich im Inner Circle Sachlichkeit wünscht, dann mache ich das nicht so. Und also wir sind immer, wir alle, auch als Fußballfans, sind ja eigentlich mögen wir ja solche Typen, die einfach mal sagen, wie es ist und nicht immer irgendwie wie schön was durch die Blume sagen. Allerdings, wenn das dann aus dem Inner Circle kritisiert wird, dann darf er das halt nicht machen. Also entweder man erträgt die gleiche Kritik von außen auch, oder man lässt die aus dem eigenen Lager aber nicht zu. Aber du kannst nicht innerhalb so reagieren und dann von außen das nicht tolerieren. Also das geht halt nicht. Und vor allen Dingen, Christian Keller ist, glaube ich, kein Mensch, der irgendwas aus der Emotion heraus sagt, weil... Sehr analytisch. Genau, das ist ja nicht so ein, das war jetzt nicht so ein Interview mit damals Kahn, Eier, wir brauchen Eier oder sowas. Aber ich glaube, der weiß ganz genau, was er zu welchem Zeitpunkt sagt und wie er es sagt. Also war das eine ganz klare Pfeile auch gegen Struber in dem Falle. Natürlich. Gegen Struber hat das ja auch wahrgenommen. Er hat ja mal irgendeine Äußerung so darauf Bezug genommen. Das ist nicht mein Stil, das ist nicht mein. Genau. Ich versuche das sachlich zu lösen. Ja, gut, aber dann muss er, wenn er das gestern dann sagt, dann muss er dann sozusagen seinen Sportboss auch dann mit in die Verlosung nehmen und nicht nur auf nach außen schieben. Das ist mir zu einfach. Da könnte er sogar vielleicht ein paar Pluspunkte bei gewissen Leuten sammeln. DE Anti-Keller sind manchmal. Ja, klar. Ob das jetzt zielführend ist oder nicht, weiß ich nicht. Oder ob das klug von ihm wäre, weiß ich auch nicht. Aber dann zerfleischt sich auch noch nach außen hin selber. Ja. Ich weiß nicht, wie weit es innen läuft. Das wollte ich auch noch sagen. Also diese Wagenburg-Mentalität, die er da gestern aufbaut, die kann ich ja nachvollziehen. Ich verstehe das, warum er das macht. Aber es ist trotzdem, er muss immer auf die Wirkung natürlich auch blicken und die war halt gestern nicht gut, sag ich. Also was mich mal jetzt interessieren würde, da würde ich jetzt gerne Mäuschen mal in der Kabine spielen, glaube ich, wie wir alle. Wie ist das Verhältnis zur Mannschaft jetzt in dem Fall vom Trainer und natürlich auch Keller, der irgendwo ja auch mal mit dabei ist und so. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er die Kabine schon komplett verloren hat. Ne? Aber ich glaube, da wird auch schon hinterfragt. Ja. Darf ich das einfach mal jetzt hier spekulierend hier einwerfen? Ja, klar. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis, wir nehmen jetzt mal einen explizit, wenn man so Max Finkgräfe jetzt gerade sieht. Ich glaube nicht, dass der gerade happy ist. Und wenn man dann, selbst wenn man dann so ein Spiel sieht von Pagarada mit den vier Vorlagen, dann aber auch berücksichtigt, dass er davon, ich übertreibe jetzt, auch vier Tore schuld war, dahinter fragt sich so ein Junge, der letztes Jahr von uns allen, auch von uns, sehr gehypt wurde und als Senkrechtstarter der Saison betitelt wurde, dass der sich jetzt nur noch auf der Bank wiederfindet. Gut, gestern war er krank, aber dass der nicht happy ist, kann man sich, glaube ich, vorstellen. Da muss man jetzt auch kein Insider für sein, glaube ich. Also, und das ist jetzt nur mal eine Personal. Ja, kannst ja noch mehrere. Ich glaube, Florian Kainz war sich auch sicher, dass er relativ schnell wieder mehr Spielzeit bekommt, oder? Das wundert mich übrigens, weil sie ja denselben Berater haben. Also das wundert mich so ein bisschen. Also nicht, dass es ja auch ein großes Gespräch im Sommer noch gab und so. Ja, und man nimmt ihm schon diese Kapitänsbände, wie gesagt, ob zu Recht oder nicht zu Recht, weg und lässt ihn dann jetzt so ein bisschen am langen Arm verhungern. Auch da, glaube ich, wird es die eine oder andere Diskussion geben. Also ich bin bei dir, ich glaube nicht, dass er die ganze Kabine verloren hat, aber Thema Wechsel hatten wir eben auch schon mal angesprochen.
ich glaube, dass da nicht jeder Verständnis für hatte in den letzten Wochen, wie da gewechselt wurde. Gestern war es übrigens ganz gut, ne? Auch in Marvin Obel. Ja, 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 ja. Muss man, also, was ja. heißt leider, sehr spät aber, gewechselt. Genau. Ja. Also relativ spät. Also er hat dann nicht in der 60., sondern erst in der 70., glaube ich. Ja. Ne? Wenn ich mich ja. recht entsinne. Aber gut, das fand ich gestern okay, weil nee, das Spiel lief ja auch in Anführungszeichen. Es gab jetzt keinen Grund zu wechseln. Du hast nie das Gefühl, dass da was passiert. Genau, da genau. kam zwar irgendwann der Lattenkracher, aber... Ja, gut, aber das, du kannst nicht alles wegverteilen. Die überragende Klärungsaktion von Heinz, muss man ja sagen. Ja, der war wirklich... Wahnsinn. Sehr stark und auch der Hübers hat einen so glaub, sehr, sehr gefährlichen genau. Schuss geblockt also, oder zur Ecke abgefälscht. Ja, der fällt in Ecke also ein paar Sachen waren, aber das gehört aber man, vielleicht haben wir eben ein bisschen bei der Spielanalyse komplett unter den Tisch fallen lassen. War auch gut, dass gestern kein VAR da war. Ne? Ja, das kann man so sagen. Ja. Also ich sag jetzt mal, alle Entscheidungen fand ich korrekt. Ja, es waren alles 50. Aber man 50, weiß ja nicht, wie der war. Das ja, geht. Genau. Also wie oft sitzt man vor dem Fernseher und sagt, ja, das kann er jetzt nicht. Wobei, also dann, mich, ich habe es ja erst gelesen, dann zu Hause nochmal gesehen. Da hab ich mich ehrlicherweise gewundert, dass so viel dieses 1-0 so thematisiert wurde. Ich finde, also wenn das ein Foul sein soll, ja. sorry. Ich... Ja, er schubst schon mit beiden Händen, finde ich. Also du kannst das wieder so 50-50 ja, sehen. Genau. Also ich würde auch sagen, nein, eher ja, nicht. Ja, okay, aber man kann zumindest darüber diskutieren. Ich sehe das zum Beispiel anders und dann haben wir ja schon eine 50-50. Ja, also, okay, dann bin ich gespannt, wie siehst du das beim Tor, weil da hat, also der Spieler wusste, dass abgepfiffen war und dann schießt er. Also es war relativ klar zu erkennen, finde ich. Mhm. Und dann schießt er ihn halt locker ins lange Eck. Ich weiß nicht, ob er das so selber überhaupt macht, wenn nicht abgepfiffen ist. Hm. Also es ist ja alles, spielt da ja alles mit rein und da hat auch keiner mehr reagiert. Ich meine, den hätte er schwer im Leben nicht gehalten, nee. Wenn er so einschlägt, ja, wie er einschlägt. Gut, aber ja. ich weiß nicht, ob er den dann so locker einfach, er hat ihn ja quasi einfach so locker reingeschossen, dann ob das dann passiert, wenn es nicht abgepfiffen wäre. Das war für mich im Übrigen zum Beispiel, da, wenn du jetzt auf der anderen Seite bist, für mich war das jetzt kein Foul. Für mich auch nicht. Okay, also auch, ja, gut, also auch da, naja, deswegen sage ich so ein bisschen, aber wie gesagt, ja, gut, ich glaube, Finn Poratz hat selber gesagt, und wenn er hat glaube ich selber gesagt, es hat jetzt nicht am Schiedsrichter gelegen, und das sehe ich jetzt auch so, ja, ja ein bisschen ja. Glück gehabt, aber dafür, man hat auch in anderen Spielen einmal Pech, also das ja. würde ich jetzt nicht zu sehr auf den VAR versteifen. Ne? Nee, also das ist aber gestern auch auffällig gewesen, dass die entscheidenden Situationen ausnahmsweise mal auf unsere Seite fielen, ja. weil der FC hat in der Hinsicht schon viel Pech gehabt, ja, absolut, muss man auch sagen. Absolut. Dass den Gegnern die Bälle vor die Füße fallen ja, ja. und irgendwelche abgefälschten ja. Dinge und so. Und diesmal war es dann auch mal andersrum. Nimmt man natürlich auch gerne mal mit. Ja. Und ich weiß nicht, wie es für euch war. Das war so ein richtig geiles Gefühl, irgendwie nochmal ein Tor zu sehen und das dann sofort zu wissen, das zählt jetzt. Ja. Egal, ob da jetzt ein Foul war oder Abseits oder man kann sich einfach mal freuen oder ne, man kann einfach das Super Tor schön. Bejubeln und nicht irgendwie noch warten, ach nee, warte, wir müssen noch abwarten, ob da nicht noch irgendwie wieder mal einschaltet. Das war wie Fußball wie früher irgendwie. Und ja, irgendwie, ja, wenn man das gestern erlebt hat, dann denkt man manchmal so, oh, vielleicht, ich wünsche mir das doch vielleicht eigentlich lieber wieder zu. Ja, ja, das 1-0 zählte, war ich direkt. Also, zählte. Ne? Und so, dann gucken sie, ach guck mal, der schubst ein bisschen. Ja, aber ist doch egal, es gibt ja eh keinen Fall. Wir können die 100-Zeit loben machen, also das Ding zählt. Ja, und dann diese Freude. Direkt, ich finde, die Freude direkt nach einem Tor ist eine ganz andere Freude, als wenn man noch mal 5 Minuten ja. irgendwas guckt und dann noch mal so künstlich das so hochjazzen ja. muss. Ja, ja, ja. Das ist, also, das ist mir auch aufgefallen, dass das wirklich ja, wir sagen, erdig war. Ne? Erdig, so, wieder so, wie wir den Fußball von früher kennen. Ja, und auch geliebt haben. Und wir haben auch diskutiert, war, ja. aber wir diskutieren ja heute auch. Also es ist ja nicht so, dass wir heute... Hat er nicht abgenommen. Das hat er nicht abgenommen. Nee. Diese Diskussion, wofür das Ding irgendwann mal eingeführt wurde, haben wir nicht dazu geführt, dass es keine Diskussion oder Fehlentscheidung mehr gibt. Das ist ja das Traurige. Ja, lass uns noch mal ganz kurz, ich habe das eben völlig verpeilt, wir müssen natürlich auch mal über Waldschmidt reden. Ne? Also, auch über das Spiel gestern, 2 Tore reingekommen. Glück gehabt oder nee, der Mann hat einfach für den richtigen Moment auf den richtigen Fuß? Also ja, zum einen das und das ist halt auch das, was zum Beispiel Kiel gestern gefehlt hat, auch wenn Maschino das schon kann generell, aber das 2-0 ist ja einfach individuelle Qualität, muss man einfach sagen. Ja. Also Punkt aus. Und für solche Aktionen, ich habe ja schon mal gesagt, ich finde Waldschmidt, man kann ihn kritisieren, für mich ist das aber generell halt so ein Aktionsspieler, der für mich auch nicht wirklich so ins Spiel immer eingebunden ist, aber von seinen einzelnen Aktionen halt lebt, eigentlich gut, eigentlich immer, wenn er den Ball aufs Tor pöbelt und er gut kommt. Mhm. In dem Fall halt überragend und auch, es war auch vorher schön herausgespielt, finde ich. Auch mal ruhig, das 2-0, ne? Über mehrere Stationen und ja, da kann man ja nur sagen, als Joker diesmal Auftrag erfüllt. Also aber okay, bin ich natürlich dabei, aber ihr kennt selber, dann spielt der nächste Woche jeder gegen Hertha von Anfang an, ja. hat keine Szene, 45 Minuten, dann seid ihr beiden, oder jetzt stellvertretend für alle anderen, seid ihr beiden die Ersten, die auf den schimpft. Mindestens. Also deswegen, auch da bin ich wieder so, das muss ich ihm auch nochmal wieder so sagen, sein Jubel da wieder, sich da so die Ohren zu hören. Ja. Ich wäre da immer sehr vorsichtig mit solchen Sachen, weil er weiß ganz genau, 45 Minuten Hertha,
keine einzige Szene, dann ist er wieder der Buhmann. Deswegen, ich bin da ein bisschen vor. Ich sage nach wie vor, der Junge spielt ganz weit unter seinen Möglichkeiten. Und ich finde, da gerade gestern können da nicht zwei Tore, das eine wunderschön, das eine ist ja ein Konter, wo er den Fuß hinhält. Das darf man nicht überbewerten. Wenn, der muss über Wochen gute Leistung zeigen, weil er hat das drauf. Er ist eigentlich zu gut für die zweite Liga, ruft das dafür aber viel zu selten ab. Und da komme ich nochmal auf Paderborn. Das Spiel war zum Beispiel eine Frechheit. Mhm. Und wenn sich das jetzt wieder Woche für Woche abwechselt, ist das meiner Meinung nach für so einen Mann zu wenig. Ist eigentlich so ein bisschen das Abbild des FCs generell. Ne? Ja, also im Moment schon, viel mehr Möglichkeiten. Viel mehr Möglichkeiten. Wenn man es mal auf den Platz bringt, ist das überragend. Konstant, unkonstant. Aber dieses Jojo geht auf und ab. Und unerklärlich auf und ab. Ne? Ja. Nach den zwei Toren, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber der müsste ja vor Selbstvertrauen strotzen. Aber es ist halt nicht gesagt, dass er jetzt am Samstag gegen Berliner wieder super performt. Das ist halt das. Also mein Man of the Match war tatsächlich der gleiche vom DFB, war Tim Lemperle, der in meinen Augen ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Er war am Ende, glaube ich, auch ein bisschen K.O., hat sehr lange noch auf dem Platz Das ist mein einziger Vorwurf auch an Struber. Nach 70 Minuten stand er mit den Händen. Ich hätte ihn nach 70 Minuten ausgewechselt und er hätte trotzdem ein super Spiel gemacht. Die letzten 20 Minuten, finde ich, alles so ein bisschen durchgeschleppt. Ist nicht sein Fehler, weil er hat sich ja aufgeopfert bis zum Schluss. Aber finde ich, da ist es Traineraufgabe, da muss ich ihn nach 70 Minuten runternehmen, weil da war er platt. Das war das Einzige, was mir bei ihm auffällt, das macht er nämlich auch gerne mal nach 20 Minuten schon. Ne? Ah, okay. Also gestern habe ich es explizit gesehen, also ich glaube schon, der Junge, der macht halt unheimlich viele intensive Läufe, Sprints, aber ich glaube, der ist jetzt von der Physiognomie halt nicht so ein Konditionswunder wie so ein Jubicic oder so. Mhm. Ich glaube also, das, was er komplett auf den Platz bringen kann, das ist dann eh, wie du sagst, eher immer so für 70 Minuten auch ausgelegt. Was ja nicht schlimm wäre, wenn er das... Und der ist ja im Gegensatz zu Waldschmidt, der ist halt einer, der ist immer komplett ins Spiel auch eingebunden und will ja auch mit dirigieren und lenken. Ne? Mhm. Deswegen sieht man den ja auch, finde ich, immer ein bisschen besser, glaube ich. Auch wenn Waldschmidt, also ich glaube, wenn beide schlecht spielen zum Beispiel, würde man trotzdem eher sagen, den Lampard hat man immer häufiger noch gesehen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen. Finde ich aber auch Man of the Match, aber meiner war trotzdem Dominik Heinz, wenn ich das so sagen darf. Okay. Ich meine, er hat ja auch viel Luck bekommen in den letzten Jahren. Genau, ich musste nämlich selber schlucken, als ich erstmal die Ausstellung gesehen habe. Mhm. War jetzt nicht sehr überzeugt davon, aber ja. Ja, man muss es auch so, gutes Spiel gemacht und aber auch so von der Mentalität. Genau. Ne? Dieses kleine Privatduell da mit Machino, das hatte schon wieder so ein bisschen Pokalatmosphäre, der brüllt ihn da an und dann provoziert er den da so ein bisschen. Da war das ein bisschen Norbert Meyer ähnlich, habe ich den Nachgang gesehen. Eigentlich hat er nichts gemacht. Und genau das so, das will man ja auch irgendwie sehen. Auch das tut mir in den letzten Wochen. Wann könnt ihr euch an irgendeine Grätsche in den letzten Wochen irgendwie erinnern, wo irgendwie mal jemand von den Beinen geholt wurde? All das fehlte mir irgendwie. Also wenn es schon fußballisch nicht läuft, dann muss ich in Darmstadt mal jemanden, das Wort sage ich jetzt nicht, muss ich mal richtig jemanden rasieren an der Seite. Ja, umwichsen, wolltest du sagen. Ne? Ja. Ja, aber. Gut, das habe ich gesagt. Also. Ja, habe ich nicht. Aber trotzdem, genau das ist ja das, finde ich. Und das hat er gestern reingebracht. Genau, und die Mannschaft ist für mich generell zu leise, was sowas angeht. Also leise auch an Aktionen einfach, dass mal einer sowas macht, wie du es beschreibst, und dafür ist ein Heinz schon gut. Erst an der Außenlinie das kleine Tetter-Tetter und dann nochmal da im Strafraum. Und ich glaube schon, dass das bei so einem Machino dann auch Eindruck hinterlassen wird. Ja, das hast du schon gespürt. Ja, weil Heinz ist natürlich auch so eine Erscheinung dann so. Und und das war gestern genau das. Lampel hat auch, glaube ich, so ein Privatduell. Ne? Besser Wecker oder was? Ja, das war auch so. Immer so mal so ein bisschen sah man im Stadion, glaube ich, ganz cool, auch mal so abseits des Bildschirms immer mal so ein Remplon und dann auch irgendwie mal so hier was mitgegeben. Aber wie gesagt, das ist Pokal. Ne? Sowas will man doch sehen. Ja. Also ernsthaft, wenn es alles im guten Rahmen bleibt. Und das war in der letzten Woche halt nicht. Da war das so trostlos langweilig. Das war so ein bisschen das Problem. Ja, ja. Auch so gegen Paderborn. Wenn du ein scheiß Spiel machst, aber dann setz doch mal ein Zeichen, dann hau doch mal einen um und dann hast du die Kurve vielleicht nur irgendwie ein bisschen da. Das war irgendwie so ein bisschen sich seinem Schicksal ergeben. Ja, das war gestern gar nicht. Also das war gestern gut. Gut, dann haben wir mal kurz nochmal über die. Wir haben heute ein bisschen gesprungen, aber das lag an der Tatsache, dass ich zwei, drei Sachen vergessen habe. Sorry. Trotzdem nochmal zu der Stimmung rund um den Verein. Und da ist wirklich so, ich meine, die Namen wurden ja schon gehandelt. Die Namen fielen schon auf der Trainerposition. Christian Funkel war ja für viele gestern schon Trainer. Ne, und ist ja immer noch ein Kandidat, ne, könnte ja immer noch sein. Auf der anderen Seite bei Keller, da fiel auch der Name Bolt schon, da fiel der Name Azuzi schon und so. Ich meine, das kann doch eigentlich nicht gut gehen, wenn das so geht. Du brauchst jetzt mindestens zwei, drei Siege und am besten überzeugende Siege. Mhm. Weil wenn das jetzt so weitergeht, dann, du verlierst in Berlin 2-1 und dann wird das Problem natürlich nur verschleppt. Ist auch der Vorstand jetzt mal gefragt. Also was muss jetzt passieren aus eurer Sicht heraus, außer dass der FC gewinnen muss?
Ja, der Werner Wolf hat sich ja auch so halb sein dazu geäußert, ne? Nach dem Paderborn-Spiel. Gut, was muss passieren? Also entweder gibt es jetzt eine klare Konsequenz vorher oder es gibt eine klare Rückendeckung auch seitens des Vorstands. Du kannst aber jetzt nicht hingehen und sagen, dem 13-0 gestern den Trainer entlassen. Oder Keller. Nee. Das geht nicht. Nein, das passiert halt auch nicht. Also, ja. Nee, das passiert. Aber dann, du müsstest jetzt sagen, wir stehen hinter denen. Also du musst dich ja ganz klar positionieren, weil wenn du sonst sagst, sonst gärt es natürlich weiter. Naja, ich meine, dass ein Keller sagen würde, er steht hinter Struber, ist klar, weil das hatten wir eben schon besprochen, weil sein Schicksal an seins gekoppelt ist. Ich sehe, das größte Problem, und das macht, finde ich, die Lage so verzwickt, ist, je länger du jetzt wartest, also dieser Wintertransfermarkt, der wird ja im Hintergrund schon vorbereitet oder ist theoretisch schon vorbereitet, und je länger du wartest, desto mehr Sachen werden auch fixiert. Mhm. So, dann holst du Spieler, die ja Kellers Ideen sind oder Strubers oder von beiden die Ideen sind, und dann hast du einen Kader im Winter oder dann fürs neue Jahr zusammengestellt, der nach Kellers Ideen zusammengebastelt ist. Und dann kannst du ja eigentlich schon fast keinen neuen mehr holen, weil der muss es ja dann ausbaden, sowohl Trainer als auch Sportchef, was einem die Vorgänger da hinterlassen haben. Also, du hast dann direkt wieder eine Ausrede parat. Du hast eine Ausrede parat und die Zeit läuft halt gegen dich. Also es ist eine ganz verzwickte Situation. Ich habe da auch keine Lösung für, weil... Eine Hängepartie. Das ist eine, ja, so, egal wie du es machst, es ist keine Optimallösung. Ja, ja. Also am ehesten helfen einfach nur Siege, Punkt. Ne? Du musst jetzt einfach... Du musst jetzt dauerhaft mal auf die Straße bringen. Und das ist vielleicht auch noch so die Hoffnung von den Optimisten, die sagen so, wir retten, in Anführungszeichen, wir machen jetzt das Beste noch draus bis zum Winter. Dann holen wir x... neue. Und dann gucken wir uns die ersten beiden Spiele an und bewerten dann, was sind die, das ist dann die Struber-Elf im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann hat er die Spieler, die er irgendwie selber haben wollte. Das ist jetzt die Struber-Elf, und was passiert in den ersten beiden Spielen? Ist das überzeugend oder ist das nicht überzeugend? Und dann könnte man eventuell noch reagieren oder nicht. Aber bis zum Winter befürchte ich... Und vor allem, du musst aber bis zum Winter ja noch die Tuchfühlung nach oben halten. Das heißt, es müssen ja jetzt die Ergebnisse trotzdem Richtig. Also das ist auch, glaube ich, die Hoffnung der Verantwortlichen, sich bis zum Winter irgendwie in Schlagdistanz halten. So 6 Punkte ist noch okay, ne? Ja, so 6, bis oben. Bis oben, oder? Ja, ja, aber das mehr darf es aber auch nicht sein. Nee, mehr darf es nicht sein. Ja. Also, ich wollte damit sagen, ist das Maximum. Ja, genau. Und dann sozusagen dann wirklich die allerletzte Patrone zu haben mit den neuen Spielern und dann zu sagen, so, das ist unsere Mannschaft. Hiermit zeige ich es euch jetzt allen. Hiermit kann ich meinen Fußball spielen lassen und hiermit bin ich auch erfolgreich. Okay, und da bin ich gespannt, ob man diesen langen Atem hat oder sich den erarbeitet. Ich glaube, diesen langen Atem müssen sie sich jetzt erarbeiten oder halt nicht. Das Problem ist ganz klar, wenn du aber jetzt gegen Hertha verlierst, ja, werden viele sagen, du hättest vorher reagieren müssen. Ja, das ist einfach so. Ja, aber wie du schon sagst, das also ist man, die Partie, eigentlich egal, was man macht, man macht was falsch. Weil du hangelst dich jetzt von Partie zu Partie, und wo du eigentlich eine Entscheidung. Der FC hat ja oft genug zu spät reagiert, das wissen wir. Ne? Also, und sie waren ja jetzt sehr geduldig. Wir haben den Abstieg mitgemacht, dann durfte weitergemacht werden. Es gab diese Transfersperre, da durfte weitergemacht werden. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier irgendwelche Kurzschlussreaktionen stattgefunden hätten, sondern ich finde, wir alle haben jetzt schon einen sehr langen Atem bewiesen. Ja. Ist zumindest meine Meinung. Und ja, das heißt, der Verein muss auf jeden Fall, wo wir das eben das Wort Tuchfühlung hatten, zur Spitze, aber auch die Tuchfühlung zu diesen Funkeln dieser Welt noch aufrechterhalten. Ne? Glaubst du, die haben da schon angerufen? Eigentlich müssen sie es ja. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht schon mal vorgefühlt wurde. Halt dich mal bereit, weil könnt ihr? Oder? Also glaube ich schon. Also es war ja schon sehr, sehr viel los nach Paderborn. Da kannst du mir vielleicht irgendwas zu sagen, was man dazu sagen darf oder nicht. Aber sagen wir mal so, Friedhelm hat ja gerade wieder Zeit. Also, ne, und Lust. Und Lust wahrscheinlich auch. Und im Prinzip muss man jetzt auch, wie gesagt, unabhängig, ob es so ist oder nicht, aber... Wir sind Thekenphilosophen. Hier dürfen wir alles sagen. Hier darf man spekulieren. Ist diese Situation für ihn ja gemacht. Er hat ja gesagt, eigentlich will er nicht mehr so irgendwie so, ne, von Anfang bis Ende, sondern irgendwie dann einspringen und so dieser Feuerwehrmann sein, das ist ja so sein Ding. Und ich weiß auch, das ist auch kein Geheimnis, dass er an Köln hängt, das auch sofort machen würde. Deswegen, man braucht jetzt nicht viel zu tun, der kann zu Hause sitzen bleiben und aufs Telefon gucken. Und wenn es dann soweit ist, wird das sicher mal schellen. Und falls das so sein sollte, wird er es auch sicher machen, sag ich. Ja, aber diese Pläne kann man ja in der Schublade haben, da braucht es nicht viel, um die dann umzusetzen. Ja, okay, das ist ja keine riesen Vorlaufzeit in dem Fall. So, ne? Der Mann, der weiß, der weiß, was er tut, der kennt die Situation aus dem FF, ist egal, ob der Spieler X oder Y heißt, das ist für den immer derselbe Mechanismus und der weiß in so einer Situation, was zu tun wäre, wenn es so ist. Und wenn es vor dem 11. ist, damit kommt er dann auch klar. Nee, das glaube ich nicht, weil der will noch Karneval fahren.
Also bitte erst nach dem 12.11. Bitte erst nach dem 12.11. Ja, dann ist ja auch hier Länderspielpause. Ne? Dann würde es ja sogar Sinn machen. Dann würde es passen, ja. Ja, wollen wir mal sehen. Ich meine, da sind ja auch andere Namen, die gehandelt werden. Wie gesagt, wir backen jetzt hier Spekulatius, ne? Ganz klar. Aber so ein Name wie Jonas Bolt hat mir ja ein bisschen Angst gemacht. Ne? Also jetzt gerade auf der Sportdirektor-Situation, Mann, der mit dem HSV fünfmal nicht aufgestiegen ist, glaube ich. Also zwar da immer gute Leute geholt hat, es gibt viele Sachen, die auch für ihn sprechen, aber jetzt mal grundsätzlich gesprochen, also das wäre jetzt für mich kein Kandidat. Wie seht ihr das? Ja, für mich schon. Ja, okay. Also, da sind wir anderer Meinung. Ja, also du hast ja schon vieles angesprochen. Also er hat den Verein unter anderem auch konsolidiert. Ich meine, hat Keller hier auch mitgeschafft, muss man ihm ja auf der Plusseite machen. Ja, und Weise wie, ne? Anrechnen, ja, gut. Das andere ist aber, ich finde schon, dass Bolt immer geschafft hat, einen absolut aufstiegsfähigen Kader hinzustellen, jedes Jahr. Der kennt die Liga überragend, der weiß genau, welche Spieler in diese Liga passen, wie man dann Aufstieg, eigentlich einen potenziellen Aufstiegskader baut. Er hat halt nicht immer das Glück, an manchen Trainern viel zu lange festgehalten, an Walter, andere hat er wiederum vielleicht viel zu früh entlassen. Mhm. Aber dafür war ich jetzt viel zu weit weg, um das auch genauer zu beurteilen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er innerhalb dieser Hamburger Fanszene sehr lange auch einen sehr guten Ruf genossen hat, muss man sagen. War nicht nur. Ja, nee, ja, ich je nachdem, welche Partei. Ja, okay. Ich weiß, glaube ich, okay. Als V-Arena kennst du auch. Ja, aber okay, das ja, ist, glaube ich, da ist, glaube ich, auch was Persönliches. Aber er kennt diese Liga perfekt. Er hätte da das perfekte, er hat super, sowieso ein super Netzwerk. Und ihm würde ich, ist jetzt böse gesagt, wenn er jetzt im Winter die Spieler verpflichten würde, hätte ich vielleicht ein besseres Gefühl als ein anderer. Okay. Vielleicht. Was nur so zu vernehmen ist, ich bin auch nicht super nah dran, aber dass er wohl sich das nicht mehr vorstellen kann, nur noch Sportgeschäftsführer zu sein. Also wenn, dann würde er gerne so diese das heißt One-Man-Show, aber so das allumfassend zu machen, das ist ja beim FC nun mal nicht möglich so. Deswegen glaube ich, aktuell kommt es sogar für ihn nicht in Frage. Aber es ist jetzt nur... Es hieß ja, intern hätte jetzt schon der Rücktritt von Keller, er hätte ihn zum zweiten Mal angeboten, das war wohl eine Ente. Das hat, glaube ich, die Bild-Zeitung vermeldet. Ist, glaube ich, nicht so gewesen, genau. Ja, okay. Ja, ich denke, das ist wirklich reine Spekulation, was wir gerade betreiben. Noch ist er da. Und wir müssen abwarten, was da auf der Position passiert. Ich glaube, viel mehr kann man im Moment dazu nicht sagen. Ungelegte Eier müssen wir jetzt auch nicht besprechen. Lass uns noch mal kurz einen Blick auf das nächste Spiel werfen. Also überhaupt auf die nächsten Aufgaben. Mhm. Berlin, ist das eine Mannschaft, die dem FC liegen könnte, Hertha? Wie unangenehm jetzt gerade so eine Phase. Ich hatte so am Anfang... Die sitzen sich gerade. Ne? Ja, das ist es so. Am Anfang habe ich so gedacht, auch mit Fjell... es ist nur meine persönliche Meinung, halte ich eigentlich nicht so viel von in Nürnberg, das ist irgendwie nicht nachgewiesen. Und dachte so, komische Trainerentscheidung. Dann haben mir so die ersten Ergebnisse auch so ein bisschen recht gegeben, kamen nicht so richtig aus den Startlöchern, obwohl ich finde, dass sie einen sehr guten Kader haben. Und jetzt gerade sprechen also die Ergebnisse und auch die Leistungen, auch wenn sich das meist nur in den Zusammenfassungen sehen kann, aber sprechen jetzt gerade für sie. Und ich glaube, oder leider trifft der FC da in der, sozusagen, das gibt's ja manchmal im Fußball, in der falschen Phase auf diese Mannschaft. Ich glaube, dass sie gerade gut im Flow sind. Das wird auf jeden Fall nicht einfach, sagen wir so. Also, das wird eine sehr, sehr große Herausforderung. Würdest du denn gerne da die Dreierkette wieder sehen? Oder ist das jetzt wieder ein anderes Spiel, da musst du ganz anders agieren? Ich für das Spiel vielleicht sogar wirklich schon, weil Strube hatte ja gegen Kiel auch die Favoritenrolle nach Kiel geschoben, von wegen Bundesligisten. Und hier sehe ich Hertha auch leicht favorisiert, weil sie halt zu Hause spielen und auch vermeintlich wuchtig sind. Also, ich finde, für das Spiel könnte ich mir das ehrlich gesagt sehr, sehr gut vorstellen. Wenn es jetzt irgendwie zu Hause gegen Ulm gewesen wäre, dann natürlich nicht. Aber für das Spiel sage ich persönlich, warum nicht? Weil die Jungs kommen jetzt da gerade mit Rückenwind in dem System, haben sich ja so ein bisschen eingegroovt und dann nimm den Schwung doch mal mit am Wochenende. Aber es ist jetzt nur... Was der Julian dazu sagt, der hat ja auch seine Meinung dazu. Ja, also vieles kann ich jetzt erstmal so teilen. Also absolut, ich sehe Hertha auch individuell sogar stärker, gerade offensiv als Kiel. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Deswegen ist es auf jeden Fall nicht so, dass der FC da jetzt als klar als Favorit reingeht. Ich sehe das ja vielleicht Tendenz so wie du, aber eher 50-50. Ja. Und wie du sagst, wenn man diesen Schwung hat und viele Spieler jetzt auch diese gute Leistung von gestern dann mit rüber transportieren können nach Berlin, dann würde ich da jetzt auch erstmal nichts dran ändern. Mhm. Zumal mir jetzt zum Beispiel auch mal ein Thielmann auf dieser höheren Position auch besser gefallen hat. Wir haben ja viel Negatives über ihn auch schon gesagt. Ja. Muss ich jetzt auch mal positiv hervorheben. Aber es ist natürlich dem geschuldet, sorry, ich will ihn da nicht, aber es ist natürlich dem geschuldet, dass er noch eine Absicherung hinter sich hat. Und dann siehst du manchmal nicht so blöd aus, nicht so blöd aus, wie wenn da keiner mehr hinter dir natürlich ist. Weil, nicht böse gemeint, ich fand ihn gestern okay, aber da war wieder der ein oder andere
Stellungsfehler dabei, ne? der nur diesmal folgenlos blieb. Ne? Also ich meiner Meinung nach darf der nie mehr Rechtsverteidiger spielen, so klar, das würde ich so klar sagen. Aber ich wollte jetzt, hast du recht, aber ich finde, da hat er es halt besser gemacht, weil er, ich meine, du musst ja auch mal in der 97 nochmal diesen Sprint abziehen. Ja, muss super, man auch mal sagen. Ne? Ja, aber da siehst du, dass seine Stärken eindeutig in der Vorwärtsbewegung sind. Ja, aber das, da bin ich müde geworden, das zu betonen. haben wir, glaube ich, alle schon hier. Genau, also ich glaube, für dieses Spiel ist das schon die gute Taktik, wenn du das einigermaßen ausgewogen hinbekommst. Ich bleibe trotzdem leider ein bisschen pessimistisch, was das Wochenende angeht. Kannst vielleicht noch deinen Tipp abgeben, aber ich finde es allein schon deswegen wichtig. Ich meine, das Spiel hat auch deswegen für mich auch eine besondere Komponente, weil 13.000 FC-Fans da mitfahren. Absolut, also das ist der absolute Hammer, also 13.000 irgendwo in einem fremden Stadion. Ich meine, das ist natürlich auch riesig groß. Und dann natürlich auch vor Ort, gerade die geballte Macht, wenn du da eine gute Leistung hinlegst. Das kann nochmal noch mal Kräfte fahren. Dann hast du vielleicht auch wieder eine ganz andere Situation, auch hausintern, sag ich mal. Ja, ne? So, wenn du da, sag ich mal, 3-1 gewinnst mit einer soliden, starken Leistung, und das ist ja möglich, der FC kann das mit dieser Truppe, das geht. Dann hast du natürlich auch wieder einen Fund, mit dem du wuchern kannst. Und dann hast du vor allem, dann kommt Fürth, wo der Verein gerade auch in Trümmern liegt, die haben da irgendwie auch die ganze sportliche Leitung ausgetauscht, die sind jetzt ja auch gerade in der Findungsphase, gestern Pokal auch ausgeschieden, gegen eigentlich für mich auch keinen Zweitligisten. Und gegen Schalke gewinnt eh jeder, von daher. Nee, okay, aber bleiben wir mal bei dem Spiel. Und dann ist die große Chance dann, wenn du das am Samstag ziehst, dass in der Woche drauf gegen Fürth nachzulegen und dann sprechen wir in 2 Wochen, sprechen wir über 6 Punkte und dann vielleicht sprechen wir wieder ganz anders und sagen, wow, Struber ist doch der richtige Mann. So schnell nämlich ist ja nun mal der Fußball. Auch, wir können aber auch vom 1-3 reden und ja, es ist alles möglich. Also ich glaube, ich erinnere mich, es ist eine ganz andere Zeit, aber 1977 stand Hennes Weisweiler mal kurz vor der Entlassung in der Meistersaison. Nachdem die wirklich mehr oder weniger die ersten Spiele fast nicht alle verloren, aber einige sehr schlechte Ergebnisse und sehr schlechte Spiele geliefert haben. Europapokal ausgeschieden sind in Porto. Und da war wirklich, da hat ein einziges Spiel in Gladbach gereicht. Das 5-2 hat alles verändert. Ja. Also danach sind die richtig. War das Prestins Sternstunde? Das war Prestins Sternstunde, Prestins Sternstunde war doch jetzt vor 2 Monaten, oder? Ja, ich weiß, das war eine andere Stunde. Das falsche die Vorlage. Also es ist ja auch dunkel, wenn die Sterne leuchten. Es gibt dunkle Stunden und Sternstunden. Okay. Ne? Aber da möchte ich jetzt gar nichts zu sagen. Ich habe in dem Fall den Spieler. Der da wirklich wirkt. Ganz wichtige Tore gemacht. Nein, aber das ist ja diese, Schnelllebigkeit genau des Fußballs. Aber weswegen wir den Sport ja auch irgendwie lieben. Ja, ja, also wir heute, und so sind die Fans ja auch, letzte Woche gegen Paderborn, da werden die Spieler beschimpft und was auch immer. Und eine Woche später werden sie unterstützt und dann kommt bitte in die Kurve. Aber so fühlen wir ja auch. Also das ist ja, dafür lieben wir den Fußball ja auch. Natürlich. Und wenn wir in 2 Wochen hier sitzen und sagen, Struber ist der Beste, ja, dann ist das so. Das ist halt nochmal so, der Fußball ist nicht keimfrei, ne? Also wieder ein bisschen Richtung RB. Ne? Und das muss man einfach klar sagen, dass auch, und da sind wir bei der Thematik, was ich eben schon angesprochen habe, und da möchte ich mich an Thomas Kessler auch ein bisschen wenden, dass es nun mal wirklich daherkommt, was die Leute, nehmen doch nur das auf, was die Spieler leisten. Ne? Und das manchmal aber einen sehr langen Zeitraum. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass Kessler da hingegangen ist und dann so gesagt hat, er hat zwar vorher relativiert, das kann hervorragend sein, das kann aber auch grausam sein. Mhm. Ich weiß ja, wie er es meint, aber wenn du das im Kontext der letzten 1,5 bis 2 Jahre siehst, wo diese Fans, denen immer noch die Bude einlaufen, obwohl die wirklich einen Tiefpunkt nach dem anderen liefern, da finde ich schon ein bisschen frech. Finde ich frech. Also jedenfalls in dem Zusammenhang. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war keine Sternstunde. Pflicht ich hier komplett bei. Ja. Also einzig entschuldigend, wie du sagst, so ich weiß, wie er es meint, so dass für so einen, sagen wir mal, so einen 19-jährigen Julian Pauli kann das grausam sein, wenn die dich von der Kurve wegscheuchen oder wie auch immer. Das kann grausam sein. So habe ich das zumindest verstanden. Aber ja, ich bin 100% bei dir. Wenn nach einem 1-5 in Darmstadt nächstes Wochenende für mich völlig unverständlich wieder 50.000 ins Stadion kommen, das muss, also wie leidensfähig muss er da sein? Das muss man den Fans dann halt auch honorieren. Ne? Also auch da erinnere ich mal, ich weiß, ich bin etwas älteren Semesters, aber es gab mal eine Zeit, wenn der FC auswärts verloren hat. Dann kam am nächsten Morgen keiner. Kam keiner. Ja. Also dann waren da nur 8.000 bis 10.000. Für mich auch nachvollziehbar. Ja. Ich kann mich an 1998 erinnern, da haben wir vor 8.000 Leuten gespielt. Ja. Mit Bernd Schuster als Trainer. Ne? Ja. Muss man überlegen. Übrigens, hast du gewusst, das habe ich jetzt die Tage irgendwo gelesen oder irgendwer hat es mir geschrieben. Ich glaube, jemand hat es mir geschrieben. Der FC ist jetzt momentan schwächer als unter Schuster in der Saison.
Ja, also, Punkte technisch. Von ja, da wurden wir damals Zehnter mit 45 Punkten, glaube ich. Lass mich nicht lügen, aber kannst den Schnitt ja hochrechnen. Mhm. Ich glaube, jetzt würden sie bei 44 oder 43 stehen. Steht es, glaube ich, 1-2, ne? Ja, wenn du es hochrechnest, bist du so bei 42 Punkten. Man kann es ja noch ein bisschen reparieren. Ich meine, wenn du in dieser Liga mal einen Lauf hast, 3-4 Spiele am Stück gewinnst, ne? Also erfolgreich unter Anfang, hat man, glaube ich, mal 5 Spiele in Folge gewonnen. Damit sind die aufgestiegen. Ja, und das ist ja, ich will hier nichts beschönigen, aber also weder Darmstadt noch irgendwie Paderborn, also die Qualität ist doch eigentlich sehr überschaubar. Und wenn du da mal als FC irgendwie ins Laufen kommst, dann sehe ich da wenig Mannschaften, die da eigentlich Paroli bieten können. Und das ist irgendwie auch so meine Hoffnung noch so, dass ich auf Strecke, wenn alles zusammenpasst irgendwie, dass ich dann doch irgendwie die Qualität durchsetze. Ich weiß, es ist nicht bewiesen worden bisher, aber die Hoffnung ist zumindest da. Ich habe halt so ein bisschen die Bedenken, das hast du am Anfang der Saison gesagt, ob die diese Gewinnermentalität so im Kader verankert haben, dass sie wirklich auch wirklich in dieser Konstellation 3-4 Spiele aktuell nicht gewinnen können. Aktuell nicht. Und dann ist ja wieder das Problem, brauchst du erst die Aufstrichung bis zum Winter, aber wenn dazwischen jetzt nichts passiert, ist der Zug abgefahren, ne? Ja. Ja, also wir haben auf jeden Fall viel zu diskutieren aktuell. Es wird spannend bleiben, davon bin ich überzeugt. Wie gesagt, Siege helfen, aber... Ja. Wie schwierig das ist, haben wir in den letzten Wochen gesehen. Ihr dürft jetzt noch einen Tipp loswerden für Berlin. Jürgen, mit dir fange ich an. Ich bleibe optimistisch und ich hoffe, dass sie jetzt im Vergleich zu Darmstadt die richtigen Lehren jetzt mal aus einem Sieg ziehen und daran anknüpfen und sage 2-1. Also in dem Fall 1-2 dann. Muss noch einen zweiten Tipp machen. Ach so. Der Torwart? Schwebe, ich bleib dabei. Okay. Schwebe steht für mich im Tor. Das Ergebnis war 1-2. 1-2, okay. Also ja, eingeloggt. Ja, ich werde Zeit meines Lebens nie gegen den FC tippen, habe aber ein schlechtes Gefühl, deswegen 1-1. Ja. Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt wie gegen Paderborn, da war 1-1 ja gar nicht so schlecht. Da war der Martin Cioncione ja schon ein bisschen sauer, ne? So hat der Motto, ne? Der vom Cioncione sagte zu uns, ja, wir sollen ja... Ich sage jetzt ein bisschen ketzerisch dankbar sein, dass man gegen den großen SC Paderborn unentschieden spielen könnte. Oh, ja. So war der Tenor. Nachhinein gesehen hat er recht. Ja, und schöne Grüße gehen nach Paderborn. Ja. Und ich sage trotzdem, weil ich glaube schon, dieses Nummer-2-Ding war so ein leichter Hinweis, dass der Urbi spielt. Aber vielleicht weiß er jetzt auch schon wieder mehr. Deswegen. Ergebnis war also 1-1. Ja, ich sage, das werden wieder viele Tore fallen. Oh. 4-2. Urbi steht im Tor. Also der FC gewinnt 4-2. Ja. 2-4, weil... Würde mich freuen. Ich kann es nicht anders. Ne? Ich muss einfach, ähnlich wie du, ich habe, glaube ich, noch nie gegen den FC getippt, obwohl das eigentlich die größere Variante wäre. Ist es nicht immer so, wenn man so gegen den eigenen Verein tippt, ist es nicht eigentlich besser, weil dann freut man sich am Ende mehr drin? Oder hat das was mit Ehre dann zu tun? Ja, für mich schon. Also ich würde nie bei so einem Tippspiel machen und mich freuen, bei der Niederlage, ich habe richtig getippt. Nee, aber bei so einem Tippspiel, dann würde ich doch doppelt freust. Ja, dann würde ich gegen den eigenen Verein tippen und dann kannst du, wenn sie am Ende will, sagst du, ja, scheiß aufs Tippspiel, Hauptsache mein Verein gewinnt. Ja. Und wenn du für den Verein tippst und sie verlieren, ist beides scheiße. Also bei mir ist es tatsächlich okay, so, okay, okay, ich weiß, was mit der, versteht er so. Aber denk nochmal drüber nach, vielleicht ändert ihr dann eure Meinung mal. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich von der Situation ausgehe, dass ich mitspiele, so ungefähr. Ne? Ach so. Für mich, ich wollte jedes Spiel immer gewinnen. Ja, ja, okay, und okay, das hat natürlich nicht geklappt, aber trotzdem. Ja, ne? Naja, wir nehmen es so, wie es kommt. Ja. Und nächste Woche können wir wieder darüber reden, warum es so gekommen ist. Ne? Also im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Und aber trotzdem, die Erkenntnisse von euch waren sehr wertvoll. Ich bedanke mich bei euch. Hat riesen Spaß gemacht. Ja, danke. Ja, und nächste Woche geht es weiter. Also in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Das war Thekenphilosophen, der Talk. Demnächst wieder auf Sendung.